Mit der Energie ist es ja so eine Sache in den Ferien. Aber mit spannenden Ferienprogramm kommen auch die Kinder am Morgen schnell auf Touren. Heute geht's um Energiefresser in der Summer School der Salzburg AG. Die Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahre alt und Energieberater Hermann Griesner gibt alles, um ihnen lebensnah zu vermitteln, was Energie ist und wie wir es schaffen, weniger davon zu verbrauchen. Energiefresser, das ist eben die Frage, was sind das? Wo sind die? Wie sehen die aus? Und was kann man tun in Zeiten wie diesen, wo einfach Energie eh so hochwertig ist und so diskutiert ist, ist es einem umso spannender zu sagen, wer sind jetzt die Energiefresser und wie kann ich jetzt diesen Energiefressern ein bisschen was für ihr Essen wegnehmen, sodass wir also mit weniger Energie und mit der richtigen Energie auskommen. Habt ihr euch das schon mal überlegt, wann ihr Energie braucht? Beim Fernsehschauen. Beim Kochen. Seid schon am richtigen Weg. Bereits in der Früh beginnt es, dass man viel Energie braucht. Es ist nicht nur mir wichtig, sondern auch der Salzburger AG, eben bei ganz jungen Menschen anzufangen, Bewusstseinsbildung mal aufzuklären. Energie fällt nicht vom Himmel, sondern ist wertvoll, ist kostbar, die kommt irgendwo her und man macht was damit. Weil zu glauben, die Welt zu retten, nur indem man die Energie wechselt von der fossilen auf die erneuerbaren, ist nur die halbe Wahrheit. Wirklich gehen tut es dann, wenn wir sparsamer und schlauer damit umgehen. Ist immer ein Riesengaudi, ist auch ein großer Spaß und die Kinder haben viel Freude dabei und merken gar nicht, wie viel sie dabei lernen. Das ist ja der Vorteil dran. Das machen wir auch in Schulen. Und das Coole ist, die Kids bringen dann Wissen nach Hause und belehren und unterrichten ihre Eltern und sagen auf und sagen, du Mama, du Papa, du Oma, du Opa, da ging es ein bisschen anders auch. Die Summer School der Salzburg AG ist ein Angebot für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für sie gibt es 2 Wochen lang jeden Tag spannendes Programm mit Ausflügen und spielerischer Wissensvermittlung.